Hat man sowas als Bundesligist wirklich nötig, sowas zu machen? Also ganz so ist es jetzt auch nicht, wie Sie es beschreiben. Im Endeffekt, wenn der Spieler ein Problem hat und deshalb ein Physiotherapeut rübergeht und dann der Spieler kurz behandelt wird, dann wären wir blöd, wir würden die Zeit nicht nutzen. Also so ist es jetzt auch nicht. Am Schluss haben wir die Phase genutzt, das ist richtig. Und es war auch wichtig, so eine Phase zu nutzen, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir uns deshalb jetzt Vorwürfe gefallen lassen müssen. Also der Kevin Coffey, Stürmer von Elversberg, kennen Sie vielleicht, der hat das gehört, dass der Betreuer gesagt hat. Ja, wenn er verletzt ist, ist ja logisch, dann kann er ja nur richtig behandelt werden, wenn er liegt. Sonst wird er das Spiel nicht unterbrochen. Also der Spieler ruft dann den Betreuer, dass diese kommunizieren können, dass der Spieler sagt, dass er verletzt ist. Ich weiß nicht genau, auf was Sie jetzt raus wollen. Ja, das ist schon eine komische Situation, dass ein Bundesligist so eine Nummer zieht. Also gut, das ist Ihre Meinung. Lasse ich einfach so stehen. Ja. Hat ja auch nichts gebracht dann taktisch. Ne? Interessant wäre es gewesen, wenn in der Nachspielzeit, der ersten Halbzeit, das Tor gefallen wäre wegen der Unterbrechung. Aber ist so. Alles gut.